Hallo, wir sind der Oliver und die Verena von uns fällt miteinander. Wir sind ein Gemeinwesenprojekt im Stadtteil Heid und wie seit mittlerweile 3 Jahren haben wir heuer wieder das Heidefest organisiert, ein Fest zum Mitmachen für Groß und Klein. Und von da begrüßen wir euch jetzt. Und zwar heute haben wir einiges an Veranstaltungsangebot eigentlich. Es gibt Kinderschminken, es gibt Musik von Nettingsdorfer Vereinsmusik und verschiedenen Vereinen. Unter anderem gibt es auch Buttons, die gut haben. Da hinten haben leckere Mehlspeisen. Vielleicht gibt es dann auch noch was zum Anschauen von der Kamera. Wir machen es jetzt ja wieder gern. Es ist ein gemeinsames Projekt mit verschiedenen Vereinen von Ansfelden. Und der Lied ist halt von Ansfelden miteinander. Mit dabei sind unter anderem Unterstützung, große Unterstützung vom Treffpunkt Mensch und Arbeit durch den Fritz Kieferberg-Stelzer. Herzliches Danke. Jugendtreff Echo ist dabei, nur diverse andere Leute, viele Freiwillige und das ist der Knackpunkt. Bei unserem Projekt kann man das ganze Jahr über mitarbeiten, wir machen ein Nachbarschaftsfest und ähnliches. Wer will, braucht sich nur bei uns melden, wir freuen uns über alle Leichensichter. Gut, dann noch einen wunderschönen Nachmittag. Beim Heiderfest, wo man sich verkleiden kann und dann kann man sich auf das rote Sofa hinsetzen und es wird dann Fotos gemacht, die man dann ausdrucken und auch mit nach Hause geben. Genau. Als eine derjenigen, die von Anfang an bei den Veranstaltungskomitees des Heiderfests dabei ist, freut es mich, dass wir auch heuer wieder so viele Gäste begrüßen dürfen. Aber das war an und für sich von Anfang an so. Die Heider haben dieses Heiderfest wirklich immer schon gut angenommen, sind gerne gekommen, machen fleißig mit bei den Workshops, genießen Kaffee und Kuchen von den Goldhauben und freuen sich mit uns gemeinsam an der Vielfalt von Ansfelden. Und das Heiderfest ist ja aus dem Prozess Zusammenleben in Ansfelden entstanden. Zusammenleben in Ansfelden ist ein Prozess, zu dem sich unsere Politik im Jahr 2010 entschlossen hat. Einfach aus dem Beweggrund heraus, man möchte Ansfelden nur besser machen und das möchte man gemeinsam mit den Menschen machen. Das heißt, in diesem Prozess sind unter anderem Pädagogen, Kindergärtnerinnen eingebunden, die Stadtverwaltung, aber eben auch die Bevölkerung. Und Grundlage für Ansfelden miteinander, die das Heiderfest veranstalten, war eine Wohnumfeld- und Sozialstudie, die wir im Jahr 2011 gemacht haben. Und da ist eben herausgekommen, okay, die Menschen in Ansfelden, beziehungsweise ganz konkret im Stadtteil Heid, möchten etwas an ihrer Wohnumfeldsituation verbessern. Und das möchten sie gerne mit Begleitung machen. Und das hat die Stadtpolitik damals aufgegriffen und so ist Ansfelden miteinander entstanden. Die Idee wurde geboren eigentlich vor dem Prozess Zusammenleben in Ansfelden, wo wir gesagt haben, machen wir mal für die Bevölkerung ein Fest, auch mit dem Hintergrund, dass wir bei diesem Fest auch Vielfalt und die Buntheit der Stadt präsentieren wollen. Und mittlerweile, glaube ich, hat das jetzt so eingeschlagen, dass natürlich auch über die, sage ich mal, Stadt Grenzen hinweg bekannt ist. Das Heiderfest ist ein Mitmachfest. Der Oliver und ich haben uns was überlegt, wo wir nachher gemeinsam dilettieren werden. Und wir werden tanzen und wir werden die Leute einladen, mitzutanzen. Und magst du auch mittanzen? Ja, ich werde jetzt ausbleiben. Dass man mehrere Nationen, mehrere Generationen, viele Religionen
untereinander vereinen kann, damit man sieht, was wird denn da in Österreich so an Musik gemacht, welche Mehlspeisen gibt es denn, welche Bräuche gibt es denn, was wird denn da getanzt in Österreich. Und es ist immer wieder für jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung für die ganzen Organisatoren, dass sie sich immer wieder was Neues einfallen lassen, sollte doch attraktiv auch sein, damit viele Besucher kommen und nicht jedes Jahr der Ablauf der gleiche sein, sondern immer wieder ein bisschen was Neues dabei sein soll.